Hallöle, herzlich willkommen bei Survival Mind. Heute wieder ein Survival-Selbstversuch. Nein, stimmt nicht. Heute kein Survival-Selbstversuch, obwohl man es auch so nennen kann. Wenn man nämlich einen Tag auf einem Bushcraft-Treffen ist, dann muss man das auch erstmal überstehen und überleben. Der Olle Günni hat eingeladen. Wir sind hier in der Lausitz, in der Niederlausitz, um genau zu sein. Hinter mir kann man schon ganz gut die Hubertus-Hütte erkennen. Gibt es natürlich noch ein paar Eindrücke. Will gar nicht lange schnacken. Wer Bock hat, guckt sich's an. Wer nicht, wartet auf den nächsten Survival-Selbstversuch. Hier ein paar Bilder, hier ein paar Impressionen, ein paar Eindrücke. Und los geht's. Der Günni, der hat mich eingeladen. Hier bin ich. Hier ist schön. Wenn wir mal so ein bisschen uns drehen, kann man ein bisschen was sehen. Schön. Ah, schön. Und jetzt kommt der Scherz. Du kommst hier als Gast hin und kriegst auch noch Geschenke, hat er gesagt. Geschenke. Wie jeder Teilnehmer kriegt er hier einen Holunder-Container. Ein Holunder-Container? Okay, Transport, Zunge, Gewürzen, Blut und sowas. Cool. Bitte. Geiler Scheiß. Bitte lass dich drücken. Ich freue mich. Dankeschön. Alle da? Und? Der gibt nix ab, die Sau. Das geht so nicht! Der Schnitt, das war falsch. Vom Bushcraft-Treffen Niederlande, ich meine natürlich Niederlausitz. Ich verabscheue mich, macht's gut. Nicht vergessen, wer schützt, stirbt, so weit war nichts raus. Ich hab euch lieb. Ciao. Tschüss. Ciao, war schön. Tschüss. Renni hauen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.